Dann mit der Aufnahme starten. Ich bin gespannt, was passiert, Freunde. Herzlich willkommen. Wir mal kurz mal kicken, wie viel Platz drauf ist. Oh, 290. Das könnte knapp werden. Was haben wir denn hier noch? 81 GB. Was ist das? Hey yo! Better late than never! Nichts mehr machen. Kannst ja mal gucken, Greg, ob das bei dir gleich auch ist. Bei uns ruckelt überall der Rückspiegel. Der Rückspiegel ruckelt? Ja. Aha. Aber der Rest läuft fluffig, oder was? Ja. Der Rest läuft einwandfrei. Okay. Spiegel eingestellt, kann ja sein. Ich glaube, das ist alles gut. Wenn man eine Zeit dran. Nogo, dankeschön! Danke für den Support, Order. Wie alt ist das Game eigentlich? Von 18, ne? 2018. Easy! Easy Preezy Lemon Squeezy. Keine Ahnung, soll ich AMG fahren? Warum nicht? Mad Panda. Mad Panda, Baby. Wo ist der Panda? Oh, der sieht ja geil aus. Ey. Wunderbar. Wird eh eine Katastrophe, weil ich nix Strecke kenne. Ich auch nicht. Oida, 6-8. Kommt da morgen was? Wieder nicht hochgebrettert hier. Ich wollte ein bisschen Platz lassen für die Leute. Die arbeitet gerade schon. Mal gucken, ob jetzt beim Black Friday ein Bildschirm kommt, dann. Ja, garantiert hat er ja keine mehr, ne? Der hatte drei Jahre, glaube ich, ne? Nee, ist ja von 2014, oder? Hatte der 3 oder 5? Die Handschuhe laufen ein. Ich habe die heute mal wieder gewaschen. Die sind trotzdem noch schwarz. So, was fährt man hier so? Was war das denn für ein Geräusch? 1,50? Ja, ne? Fängt man mit an, ne? Mit aggressiven Setup. Uiuiui. Naja, ich hab die ganze Woche quasi nicht gefahren. Nach Montag. Ist noch freies Training. Warum gibt's denn hier kein Setup? Muss ich erst auf Fahren klicken? Servus. Hä? Ja, Peter ist wieder. Ja, der Rückspiegel ruckelt, ja. Ist cool. Interessant. Was Neues, ne? Seid ihr am Rennen fahren, oder was? Nee. Training. Ist irgendwie die Fahrzeugauswahl beschränkt, weil ich kann irgendwie nur zugucken. Hast du ein Passwort eingegeben? Passwort eingegeben und dann mal auf den Server. Okay. Scheiße, ich muss erstmal das Update runterladen, Das ist aber nur 600 MB oder so, ne? Oh, noch 12 Minuten, wie ist aus? Never Play on Patch Day, oder wie war das? Aber es war ja gestern Patch Day, ne? 2 GB. Echt? Vorgestern schon. Man kann da seit dem Update die Framerate des Rückspiegels separat einstellen, schreibt er. Ah, siehste, das haben wir doch gerade gesagt, ne? Hab mir das schon gedacht. Aber ich hatte das auch im Einzelspielermodus schon, nicht nur im nicht nur auf dem Server. Ja, dann ist das anscheinend so eine separate Grafikeinstellung jetzt. Wiederholratenlimit im Spiegel steht auf Auto. 1/2, 1/3, ja, 20 FPS, 30 FPS, 60 FPS, 90 FPS. Meine ist ja okay, ist ja im Auto, aber. Naja, 90 FPS im Rückspiegel. Ich hätte gern einen fluffigen Rückspiegel, hallo? Ich auch, ich stell mir das gleich auch um. Was sind wir denn da? So. Dankeschön. Ah, jetzt Serverliste. Guck, stellst du die FPS im Rückspiegel um, funktioniert's. Daran Serverliste direkt da. Nur daran hat's gelegen. Ja. Jetzt muss ich nur noch schlau genug sein, das Passwort einzugeben. Loki Live, danke Shane! Wie heißt denn der Server? Ravioli.de.
Eckige Klammer auf, DE, eckige Klammer zu, gibt's aber noch, eigentlich nur einen. Wenn du Ravi schon eingibst mit Doppel-I, dann bist du schon dabei. Wo ist denn die? Ich finde diese Einstellung nicht, da kann ich das während dem Spiel nicht umstellen. Ich gucke für dich. Sichtweite. Du willst eine Option? Ich hab's gefunden, sorry. You did it? Alright. Was mach ich da? Ah, okay. Ja, Setup 404, also insofern. Was sagen die Reifendrücke? Strecke ist ganz schön warm, ne? Hab ich gar nicht umgestellt. Ah, in Italien, ey, da ist immer jodet Wetter, do. Oh, smooth as hell. Smooth Operator. Danke, Marco! Dauert hier mit dem Download. Das kann ich gerade keinen entlassen, finde ich eigentlich schon gut, aber 30 FPS solltest du auf jeden Fall einstellen. Auf Auto nimmt er oft einen noch niedrigeren Wert. Ja. Ja, voll unnötig. Es läuft total flüssig auf 60. Oh, er ruckelt immer noch. Obwohl ich ihn auf 60 gestellt habe. Wahrscheinlich habe ich nicht auf Übernehmen geklickt, richtig? Ach, schon Sie meinen Anwenden? Ist schon leicht verwirrend, ey. Ja, weißt du, das, mein Problem ist dann hier beim Setup steht dieses schöne Tablet davor. Jetzt bin ich komplett rausgegangen. Okay, auf ein neues. Anwenden. Wie weit seid ihr? Seid ihr noch im Training? Ja. 11 Minuten noch. Ich habe noch 4 Minuten, bis das runtergeladen wurde. So. Ich zeig's euch nochmal. Ravioli mit Doppel-I. Wie die liebe Konsole. Mach mal 30, das reicht. Danke fürs Abo. Ich möchte gern 60 probieren. Ich habe jetzt eine fast 800 € Grafikkarte drin. Das muss jetzt mit 60 hier laufen. Aber Grafikkarte, ja. Voll der Freund. Bastelnacht forever, ey. Bastelnacht forever, ohne Scheiß. Wo soll ich denn da hin? Ja, ich konnte auch nicht mehr weg so schnell. Ich habe dir extra noch Lichthupe gegeben, dass du mich super siehst. Aber das machen auch die LKWs, die ins Schauende fahren. Der ruckelt immer noch. Damit die Leute noch irgendwie wegfahren. Warum ruckelt der denn immer noch? Ich habe doch auf Anwenden geklickt. Gibt es morgen eine Pastellnacht? Ja, es gibt morgen eine Pastellnacht, Rainer. Ich hoffe, es ist nichts Verwerfliches, aber morgen gibt es eine Pastellnacht. Das nicht gut. Ich finde, das sollte nur noch einmal im Monat eine Bastelnacht geben. Ja, letzte Woche gab es ja keine, also insofern. Alter, das ist so ein Motion Blur Rückspiegel, ist ja Katastrophe. Ich kann die Strecke so überhaupt nicht. Die Schilder fürs Bremsen, die sind irgendwo hinter der Wand gefühlt. Welche Strecke fahren wir denn? Imola. Aber echt, ey. Keine Gnade, DLC muss sein. Ja, vielen Dank für den Schwengeldengel. Ach man, die Schikane war auch so schön früher hier. Die Senke. Jetzt ist das so eine Doppelrechts. WTF. Scheiße, DLC, den habe ich gar nicht. Ja. Ich auch nicht. Das heutige Mitspielen ist leider teuer. Kostet 9 Euro. Muss ich erstmal einen Kredit aufnehmen für. Das Spiel läuft auch nicht sonderlich gut bei mir. Ich hab vorhin schon von der Version von Grand Prix 2 von Imola. Wusste ich, ob bei ersten beiden Schikanen noch nicht gab. Ja, ja. Die kenne ich auch, aber sonst. I don't know neither. Stellt 60 ein und nichts passiert. Ist interesting.
Schatten auch hochstellen. Das ganze Spiel läuft komisch. Sorry, Roschek. Das nicht. Ja. Namen deiner Mike. Challenge Pack. Das DLC. Ja. 220, aber. Es gibt eins, das heißt 220. Das ist das neueste Fall. Ich glaube, es gibt nur eins für 8,99. Ja. Ja, genau. Mal hinter diesem Poman. Poman her. Poman. Poman ist der. Poman. Oh man, oh man, oh man. Ja, oh man. Imola! Ganze Spiel läuft hier mit angezogener Handbremse. Scheiß Grafikkarte. Schick zurück, ey. Dem Server dürften nur also mindestens 6 Monate Abo beim Schmeddes, beim Bersi, beim Cracky und beim Ravioli, beim Herrn Ravioli haben. Die dürfen alle mitfahren. Denen sage ich, dass das Passwort Busfahrer ist. Aber allen anderen nicht. Ich mach gleich einfach mal den FPS-Limiter aus und dann muss ich mir den Kram mal einblenden oder so. Ihr besteht ja unbedingt auf TS, sonst fahre ich nicht mit. Hä? Matti, du musst hier nicht mitschnacken. Kannst dich auch einfach über den Stream anflaumen lassen. Ist überhaupt kein Thema. Aber TS ist auch eine Software, die nicht beißt. Also ich habe nichts in der Euler gesehen, dass man seine Seele verkauft oder so. Man muss doch nicht mal ein Konto anlegen. Man muss nur eine IP eingeben und ein Passwort. Ravioli@TS3 mit großem R. That's all, folks. Fuck. Nee, das muss man nicht eingeben, du. Mann, das ist gut. So gut, eine Sekunde. Ich glaube, ich muss das Spiel neu starten, dass er die Settings mal übernimmt. Ich glaube, ich hab wieder Radio und Schluck auf oder so. Das hatte ich doch mit der 7 auch. Oh! Also, bevor ich jetzt den Frame Limiter ausmache, starte ich das Spiel mal neu, weil das läuft total schlecht. Grafik, dann gucken wir mal. Wo haben wir das denn mit dem Rückspiegel? Meine Webcam ist ja gar nicht da. Und die sagt gar nichts. Ach ja, ich hatte den dicken USB-Stick dran. Meine roten Schuhe, meine roten Socken. Deswegen läuft das wie ein Sacknüsse, weil die Webcam nicht da ist. Haben wir noch einen Bowser auf? Ja, Bowser ist auch noch einer auf. Weg damit. Welcher Graka ist nun drin? 6-8er. Die eine, die ich bekommen konnte. Ich wollte natürlich eine XT, aber nach anderthalb Stunden selbstgemachten DDoS habe ich dann das bekommen, was ich gekriegt habe. Alles für die Bastelnacht, ich sag das ja. Ach krass, muss ich für das DLC gar nichts runterladen, weil ich bin da schon drauf. Ja, das geht direkt. Oh, cool. Das kam mit dem Patch, die Inhalte. Ah. Was ist das für eine Zeitrip? 1.48.1.1.1 ist mir noch meine Beste. Ich komme nicht mehr da dran. Thanks for Schwengelengel. Guten Abend, Jemi. Also ähnlich wie die CPU, ja. Wobei, ist halt so, was man ja so gesehen hat, leistungsmäßig immer noch gar nicht mal so schlecht.
Lemmy, guten Abend. Primzahl Baby. Tier 3. 37 Monate. Holy shit. 111 Monate. Alter. Wahnsinn. War das richtig? Ja, war richtig, ne? Oh, Alter, da schnauft einer. Ja, atmen muss man. Serverliste wird abgerufen. Aber sein Mikrofon einstellen muss man leider auch. Ja, aber man hört es ja selber nicht. Und ich atme auch in den Streams. Deshalb hat er auch wurde nur erwähnt, dass man jemanden atmen hört. Ja, aber dann weiß derjenige ja nicht, dass der atmet, weil der, ich glaube, wir atmen alle. Get the logic? Technology. Also ich will hier keinen anpfeifen, aber... Das ist das Problem. Im Zweifelsfall einfach das Mikrofon über den Kopf drehen. Ohne dass es einfach ausgeht. Einfach aufhören zu atmen. Einfach stop, stop, stop breathing. Hast du Discord runtergeschmissen jetzt, Rip? Nein, so, Rückspiegel nicht. Ruckelt immer noch. Nur so. Ein Träumchen. Nein, ich brauch das ja für Stammtisch. Du kannst es ja einmal die Woche Dienstags installieren. Ja, soziale Kontakte. Ja, kannst du eine VM anlegen, wo du Discord installierst, die du nur startest, wenn du ein Stammtisch bist. VM nenne ich dann Hass-VM. Aruba! Mal ein bisschen zirkuliert zu sammeln hinter Thomas. Hat wohl nicht so gut geklappt bei mir. Hallo? Bei mir schon, du hast ja jetzt schon abgeräumt. Ich habe meine Zeit noch verbessert, aber es hilft nicht. 1,465. Jetzt bei Cryonic mal ein Setup geladen. Ach so. Die sind schon gut. Deswegen fährst du jetzt auch so weg von mir hier. Ja. Pimpen den Porsche echt auf Beschleunigung aus der Hölle. Der Geraden müsste mich wahrscheinlich wieder kriegen, aber so am Kurvenausgang. Ich merke, ich komme nicht mehr hinterher. Eben warst du so langsam. Ja, deswegen hat mich das auch so angekotzt. Ich habe selber ein bisschen am Setup rumprobiert, ich bin da aber zu blöd, jetzt habe ich mir da ein Setup geladen. Ich bin Hungaroring, ja, also bin ich meckern. Imola gibt's noch nicht, noch nicht. Da bist du langsam. Ach, ich bin innen. Mir doch egal. Guck. Da gibt's der Mercedes. Wir sehen uns am Ende der Graben wieder. Warum ist die Gerade denn so lang? Guck doch mal. Da kannst du doch mit dem Auto kannst du doch hier nichts gewinnen. Ja, ich wollte jetzt keinen Kontakt vermeiden. Ja, ich hab's gemerkt, ja. Wir waren beide so maximal spät gebremst. Ich hab jetzt den Riva-Tuner-Limiter mal ausgemacht. Ja, ja. Sascha ist da. Wir eben Overtime schon. Das ist ein cooles Setup. Das Auto lenkt echt viel besser ein. Da muss man aufs Gas geben, viel vorsichtiger sein. Guck, aber dafür dann lenkt er super ein. Wie bewertest du das TSXW? Passt ja auf mit der Schraube, die er da reinschraubt. Ich habe halt wenig Vergleich. Ich hab bisher nur mit Momofos Feedback alte Spiele gespielt und ein bisschen Formel 1. Bin gespannt, wie das jetzt läuft. 26 Leute auf dem Server. Ja. Spannend. Entschuldigung. Das ist schon nervig mit dem Rückspiegel. Das ist schon krass, wie schnell der Scheiß Mercedes ist.
Ich habe ihn jetzt auch auf 45 FPS gestellt. Ich stelle ihn mal auf 60. Mal sehen. So, was für Bremsen hat man hier? Ist ich sehe das schon wieder nicht, ey. Da. Na, einfach nicht mit. So. Ja, gut. Ich habe ja noch keine Runde geschafft, insofern. Passt schon. Ich auch nicht. Passt schon, gell? Ich bin quasi zum Qualifying reingekommen. Das wird ein Spaß. De Basso! Que pasa? Que pasa? Grafikkarte langweilt sich ja. Weil jetzt alle andere Autos. Ja. Ah, Thorsten auch im AMG unterwegs. Wir wollen ihn ja nicht verlernen, ne? Ja, ich habe aber den neuen. Ich habe auch den neuen genommen. Aber ist nicht nur das Skin anders? Ja, da müssten wir mal den Rest fragen von denen. Ich glaube, der fährt sich genauso, oder? Ein bisschen anders wie ich. Und der hat ein neues Luftfeld rechts. Double Yellow. Danke. Ja, heißt Evo nicht nur überarbeitet, das ist so das komplett neues Auto. Also eine Evolutionsmischung. Ich hab ihn jetzt ausgestellt, den Limiter. Ja, sieht so aus, als wäre ich mit zwei Promille unterwegs, ey. Limiter? Vor allem hat er so voll im, ja, im Rückspiegel einfach ausgemacht. Hat keine 60 FPS mehr, oder was? Sorry, halber, ja. Weil 60 FPS haben nicht funktioniert. Also du hast noch einen Rückspiegel, aber du hast keinen, kein Motion Blur, kein Blurbräu. Sieht vernünftig aus, so wie gewohnt. Die haben halt schon im Vergleich zur 94er Formel 1 Saison haben die sau viele Kurven geändert. Oh shit, aus der Wüste, sorry man. Ich kann nicht gar nicht kommen sehen. Yellow Flag is active. Hallo, guten Abend. Yellow Flag. Hallo, moin. Na gut, dass sie diese rechts, links vor Start und Ziel nicht mehr drin haben, bin ich gar nicht böse drum. Der 16-Kerner ist zu langsam, Grafikkarte langweilt sich. Das ist eine geile Strecke, oder? Schon cool. Geschichtsträchtiges Ding. Und zu schnell. Sie haben einen Cut unterm Auge. Ja, unter Last schiebst du so auf 2-2. Ich hatte vorhin den Firestrike Stream mal laufen. Auf jeden Fall. Was ab. Lüfter auf 800 Umdrehungen. Alles klar. Boah, die Schikane, ey. Das Senna-Denkmal. Ah, okay. Wo ist denn das? Ganz die
Slowcar ahead. So, no-clip mäßig. Schade. Scheiße. Kennen die Bremspunkte noch nicht? Ich bin an den Curbs hängen geblieben, ey. Was ist das denn für ein Scheiß? Fast zum Stillstand gekommen. Guten Abend, TD, grüß dich. Sebastian. Meine Gott sei Dank. Okay, zweiter Teil ist auf jeden Fall langsamer. Das ist ein bisschen schneller. Wir probieren einfach mal alles aus hier. Um am Ende keine Runde zusammenzukriegen. Und wie läuft der Server, Thorsten? Bisher, glaube ich, noch ganz stabil, oder? Ich merke nichts. Fühlt sich gut an. Die Lok sieht auch gut aus. Tschu-tschu! Die Lok! Ja, den musste ich jetzt bringen. Shit! Alter, ist das rutschig da runter. Oh. Sorry. Oh, Mann! Get out of the way! Sorry, da war eben noch der andere da hinter mir. Der mit mir aus der Box rausgefahren ist. Ande! Kriegst du... Trinkst du krass fettarme Wild... Kriegst du konkrete Fettarme. Heinz! Ich hab noch keine Runde hinbekommen, wenn mir keiner im Weg stand. Zu spät! Das ist halt jetzt auch echt brutal mit 27 Leuten. Ja. Du kannst keine komplette Runde irgendwie fahren. Können bitte 22 kurz leaven, bis der Rip eine Zeit drin hat und dann wieder joinen? Ja, danke! I'm just kiddoing. Ich suche den Unterhaltungsfaktor im Stream, weil mein Fahren zählt gerade nicht dazu. Ja, pack mal alle die Box, lass mir mal die Strecke. Also, wir ziehen jetzt Streichhölzer und dann losen wir, wer als erstes raus darf. Cracky, du bist der Schwächste, du fliegst. Wieso das denn? Ja, ich finde auch Straßeneffekte sind tatsächlich etwas merkwürdig, dieses Gerumpel. Bisschen strange. Da kommt der Malche weg. Aus dem Dreck. Ja, zu spät bremst eben. Yellow flag, be careful there. So, double links, ja. So, double links. So schnell durchfahren könnt. Ich fahre euch hinterher und flieg ab. Wieder abgeflogen. Yellow flag in sector 2. Probier erstmal was anderes.
Eine ganz knappe Schikane da, ist so ätzend. Oh, immer noch 3 Sekunden. Auf den ersten oder auf den letzten? Auf den ersten. Aber das ist normal. Platz 11 habe ich jetzt. 3 Sekunden auf den ersten ist normal. Auf den ersten da, 1,46. Und 1,46 gefahren. Das habe ich durch ein einziges Mal geschafft. Meine Bestzeit ist 1,48. Ja, sorry, ich kam quer. Sorry, Cyberhumi. Da halt mehr. Keine Runde geschafft bisher, Papa. Noch ist da nichts draus geworden. Aber könnt ihr doch mal probieren. Nicht wahr? Ich lerne Strecken halt nicht so schnell wie andere. Nee, ich habe noch keine Runde. Bisher waren alle ungültig. Also keine für die Qualifying, für die Quali erlaubt. Geht mir aber auch so. Meine, muss jetzt mal eine machen. Adrian. Da fahre ich im Hockenheim. Gibt's Hockenheim hier eigentlich? Nee. Schade. Herr Kaiser fährt einfach in die Wiese. Ja, da kommen doch lauter Leute. Und dann fährst du in die Wiese. Ja, ich fand das besser, als mitten auf die Straße zu fahren. Ja, und jetzt hab ich dich angebumst, ich Idiot. Car on the left. Ja. Sorry, KG. Ja, alles gut. Ich war ja das Hindernis. Ich war ja das Hindernis. Du hast mich ja gar nicht erwischt. Meine Karre ist jetzt... Sorry, Schmettes. Mein Spoiler ist schrott. Ne, ist nicht schlimm. Ich bin ja auch nur gerade rausgefahren. Komm, let's do it again. Ich meine, der Rennsportprofi wäre wahrscheinlich nicht auf die Wiese gefahren, er hätte irgendwo eine Lücke gesucht, aber da kam so viele. Ist das wieder sowas in der Art Fahrt in die Nacht hinein, oder? Ich glaube nicht. Kann ich jetzt auf tagsüber umstellen. Dann gleich nochmal. Commander Fett! Yellow Flag in Sector 3. Rennhandschuhe, ja. Angenehmer als am Lenkrad zu kleben. Kann man eigentlich mit dem Köps so fahren, dass diese gelben Bubbel unterm Auto sind? Eigentlich nicht, ne?
Links und rechts mit einem Drive dran vorbei. Ja, ja. Erste Kurve, Zeit ungültig. Tell me more, tell me more, tell me more. Yellow Flag in Sektor. Gefühlt bin ich schnell, was da rauskommt. Jetzt kommt die erste Zeit. 1:46.1. Räum, 1:48.1. Yippie! Das war zu spät. Na, Mettelböck! Alle nur noch am Racen, ja. Versuchen alle vor dem Problem wegzufahren. Oh, ey, die letzten beiden Kurven, ey. Wo muss man denn da bremsen? Da rechts war das Denkmal, okay. Das ist so eine Senna-Statue oder was? Die beide, die Doppel-Links vor Start und Ziel oder was? Ja, da kommt man ganz schön schnell den Berg runter, ne? Trägt einen da aber auch raus. Car on the left. Clear on the left. Yellow flag in sector 2.
Nur fast eine Sekunde noch rausgeholt. Jung. Session ist now open. 1,472, jawohl. Oh, voll rausgeflogen. Nein! Gute Nacht, Madi. Ich verstehe nicht, warum... Why are you not driving with us? Ist mein Sprit leer gewesen auf den Zielgeraden. Ja, Kraft kommt von Kraftstoff. Ich hätte dich gehabt. Ist Schaden aus? Ich denke nicht. Die DLC ist auch alle gekauft. Weil zu spät. Ach so, ja. Nichts kompatibel mit der Familie, Vater. Wir müssen hier nachts um Tage machen. Ich bin nicht mal in den Top 20 hier zu sehen. Ich was sind hier nochmal für eine Bremse im... Die 4. Die 4, ne? Ja. Wenn ich die jetzt schon im Training gefahren bin, ist die schon abgenutzt? Ah ja, du hast... Ach ja, die ist dann auf 30 war das höchste oder so, ne? Ja. Und für ganz kurze Rennen taugt dir was. Mad Panda Motorsport. Passt ja zu mir. Naja, mittendrin stand nur dabei, ne? Wahnsinn. Und an der 1,41 gekratzt noch. 51.000 sind gefehlt. 45 Minuten, OMG. Yep. Boah, wie viel Kraftstoff nehmen wir denn mit? Da vorne ist es. Alles. Ach, wo? 45 Minuten, ne? Yep. Pit ist keine Pflicht und wir fahren eine vollständige Einführungsrunde, wenn es geklappt hat. Awesome. Nach Schlitter, Mette. Ja, nicht. Einführungsrunde nicht. Stückchen geradeaus. Ja, die zählt aber zur Zeit, also. Wow. Also 45 Minuten durch 1,75 gleich. Ist das hier im Wald oder was? 3. 77 Schlitter, oder nämlich 85 Schlitter. Low tire pressure, stay away from curbs. Aber mit 95. I have to play! Schwengelding! Du brauchst mehr Sprit oder was, Thorsten? Seid ihr schon im Setup oder was? Nee, im Garage. Okay. Sieben Plätze hinter Cracky. Schizo. Ich verbrauche 3,4 Liter laut Anzeige. Ja, ja, ich habe 3 Liter. Ich bin offensichtlich zu blind für das Ding mal. Zurück zu Garage. So. Ah, very, very good. Können wir noch schnell. Die Zeiten sind so eingestellt, dass man mal wohin kann und alles einstellen und finde ich super. Ja, aber ist doch top. Ist entspannt, ohne Stress, kann man sogar noch Hände waschen. Auch mal die Wände haschen. Genau. Hände waschen. Okay, 3,25. Wie lang fährt man hier? Nur Minute 40. Mhm. Drei Runden sind circa 10. Sind dann 9 mal 10 sind da auf jeden Fall 90 Liter plus der Einführungsrunde. So. Okay. Very good. Dann gehe ich mal kurz für kleine Kinkerlitzchen. Aber ich sollte ja im Setup bleiben, damit die Reifen warm bleiben. Oder wie war das? Ha! Aber wir machen ja volle Einführungsrunde. Danke, Sebastian. Bis gleich. Danke für die Friends. Stückchen geradeaus vorbeigefahren. Ich habe nichts gesehen. Zu viel Grafik für mich. Sobald die Spiele zu detailliert aussehen, sehe ich nichts mehr. Also nur noch Funkflitzer. Ich war schneller als der Thorsten. Sieh an. Ganz knapp. Immer gut, dich vor mir zu haben, nicht hinter mir. Aber wir sind die ersten Roten. Ja.
Und fast auf die Schulter kloppen. Ja. Oh, fast 30 Leute, ey. Wie viel fahren in das der normalen GT normal mit in der GT3? Keine Ahnung, aber die Strecke ist auf 30 begrenzt. Es gibt 30 Boxenplätze, also können nicht mehr Autos mitfahren. Okay. Wahnsinn, das wird geil, glaube ich. Bisschen Concept. Ja, selbst wenn du zurückfällst, hast du theoretisch, und dann bei der relativ kurzen Strecke hast du ja dann schon immer irgendjemanden fahren, also. Ja, das wird auch mit Überrundung, glaube ich, lustig. Also theoretisch hat jeder 3,5 Sekunden Strecke. Und kannst du Meter dann umrechnen, irgendwie Durchschnittsgeschwindigkeit. Bei 300 Meter für jeden. Genau, wie der Marc geschrieben hat, da nochmal an alle 30 vor sich in der ersten Kurve. Da geht das meiste zu Bruch. Wer nicht im Kofferraum eines Mitspielers sitzen will, durchaus passieren kann, denkt dran, wir haben alle Joghurt im Kofferraum. Wir waren gerade einkaufen bei Aldi. Ah. Wer soll einkaufen? Der Thorsten war noch schnell bei Hygi.de. Hygi? Das hatte ich gestern nachhaltig beeindruckt. Ja, das war super. Herkommt. Hygi.de. Das ist geil, es gibt für alles irgendwie Internetseiten. Hygiene, hi! Das nächste Mal mache ich auch eine halbe Palette hier fürs Haus. Kommt dann in den Keller und dann passt das. Oh, Ferrari. Müsste ich ja Retro-Rechner aussortieren für. Die Strecke ist aber kühler als im Training, ha? Ein Grad. Nicht eben bei 37 fahren! Driven! Ich habe 27 gelesen, aber ich kann mich irren. Ich meine im... Bevor ich es vergesse, hier noch eine kleine Aufmerksamkeit des Hauses für euch, Chie 1000 für die Spa. Wir fahren in die Nacht. Nennende Unterhaltung. Viel für die Spa? Nennende Unterhaltung. Nee, liebe Siri, das ist Imola. Dein Mikro ist leider wieder sehr empfindlich. Klar. Wer, ich? Nee, der Rip. Achso. Mittlerweile kann ich ungefähr... Ausmacken. Ich hab den Cracky genau vor mir hier. Noch nur eine halbe, ne? Boah. Oh, Entschuldigung. Ja, ich habe nur eine halbe. Eine halbe Runde zu machen. Rast ein! Jetzt rast dich aus. Es ist zu nah, ja. Verdammt, ein zurück. Offensichtlich musste man in der Config eine 1 reinschreiben und keine 0, wie aktuell drin steht. Das ist aber leider in diesem wunderschönen Serverhandbuch nirgendwo geschrieben. Cracky, man wird so verwöhnt, oder? Wenn man die ganze Zeit 1440 und dann nur 1080 macht, das sieht dann irgendwie so 640x480 aus. Ja, leider, ja. Viel Erfolg, ja, vielen Dank. Hoffentlich ohne große Vorkommnisse. Erste Kurve und so. Ja. Glühbremsen. Zusammenreißen. Glühbremsen. Zusammenreißen. Voll durch den Dreck fahren hier. Zusammenreisen. Reisen. Irgendwie beängstigen werden, als 15er immer nochmal 15 hinter einem fahren. Ja, es ist schon geil! Denk dran, als 30er bremst man bestimmt dreimal so früh wie sonst in der ersten Kurve, weil vor dir bremsen 30 andere. Car on the right. Clear on the right. Und Schaden ist an für alle. Hat jemand eine Ahnung, warum man aus der Box startet? Wenn man zu spät ist. Vielleicht nicht auf Fahren geklickt. Gegangen. Boah.
Ich glaube, ich mache nur den Start und dann gehe ich raus. Du bist gut durchgekommen da vorne. Ja. Jetzt läuft's ganz gut. Ich hätte auch keinen Thorsten vor mir, der immer da sich so querstellt, 360 macht, Stinkefinger zeigt und weiterfährt. Der schmeißt immer Bananenschalen auf die Strecke und sowas. Ich kann nicht mehr bremsen. Ich wurde abgeschossen. Ja, hab's gesehen. Toll. Der Ripp zieht so eine Scheiße aber auch wieder magisch an. Echt. Das Rennen geht noch 42 Minuten. Ja, super. Und trotzdem jedes Mal ich in der ersten Runde. Ach, dieses fickte das extra Stern. Alle überholen, der trotzdem abgeschossen. Ups. Boah. Ja, hier der Cyberhumi und der DSQ, die sind sich so am Fighten, da komme ich nicht vorbei. Viel mehr die Curbs mitnehmen, Mann. Kurve nicht richtig genommen. Thorsten am... Das ist diese Einstellung von dem, wenn der vorne so weich ist, der AMG, dann fängst du den nicht mehr, dann fängt der an, da nur noch rumzueiern, wenn man sich... Ja, ich habe auch ganz gut Glück gehabt, oh, meine Güte. Ich habe es gesehen, ich habe dich im Rückspiegel beobachtet. Ja. Aber ich konnte dann irgendwie nicht richtig... Ich konnte es noch richtig deuten, was passieren wird. Der Thomas, ich bin hinter dir. Und das ohne Fremdeinwirkung. Ja. Ganz alleine abgeschossen. Yellow Flag, Sector 3. Ich hab's auf Stream. Mattes, gehst du in der Schikane in den ersten? In dieser, in der gerade jetzt oder ja, was? Ja. Im zweiten? Ja, ich auch. Das geht. Also unlauber, ey. Da liegt die Zeit. Gott, das sieht so aus, als würde er mit Tastatur fahren vor mir. Ich weiß, wie du meinst. Es geht schon los mit den Überrundungen in der dritten Runde. Was? Ja. Was zur Hölle? Das kann ich sagen, ich bin letzter. Noch 60 Sekunden hinter mir ist der erste. Nee, hier ist der Tisch. Okay, der ist so weit hinten. Sehe ich nur nicht mal auf meinem Timetable. Ja, Lemmy, immer ruhig mit den jungen Pferden. Strecke ist noch ganz neu für mich. Lieber konstant fahren und dann
sieht man mal, wo die Zeit ist und ein schönes Rennen haben. Ist immer gut, wenn man jemanden vor sich sieht, dann ist es immer spannender, automatisch. Das war zu spät. It's too late to apologize. Don't drink and drive. Yeah. Noch bin ich hydrated. Hallöchen, Stilo! Na, alles klar? Von Kaiser. Von Kaiser. Du hast schon wieder Track Limit Tennis gemacht.
Kacke! Wir wollen es ja nicht gleich overdriven. Überholmanöver war nicht so gut, ey. Absolut nicht. Hast du direkt im Anschluss die Strecke übersehen? Commander. Ja. Shepard. Ja, die Strecke kühlt ab. Ein bisschen. Dass der, wenn der im Rennen fängt, der immer an, wird vorne irgendwie zu leicht bei meinem Setup, was ich habe. Ich komme jetzt durch die Kurven nicht mehr. Was ist denn, geht die Temperatur denn so krass runter oder was? Vielen Dank für den Follow. Wer ist mit Drink? Sorry, Kimmy, you won't have to drink. For what? Shit. What? Die Grafikkartenlüfter bei 700 RPM, ich geh kaputt. Sowas nennt man CPU-Flaschenhals. Brauchen mehr IPC. Das ist eine neue Band aus Korea da. In der ersten Kurve verlief so viel Zeit,
Das ist eine 6-8er. Non-XD. Da war nicht dran zu kommen. Also viel zu viel Geld für eine 6-8er, aber dann haben wir morgen wenigstens ein schönes Ding, was wir uns angucken können. Voll die Funken am Sprühen, beim Schmelles. Hast du gerade eine Kippe aus dem Fenster geschmissen oder was? Ja, ja. Was hast du schon in der Box gemacht? Ja, ist er gestern. Auto verloren. Dann neue Front abgeholt. Das ganze Auto verloren. Ey Mann, wo ist mein Auto? Dann kriegst du nur eine Front. Ja, ich weiß. Die Strecke wird immer rutschiger. Ist auch krass. Wollte gerade einen Kommentar loswerden, wie du auf einmal wegzischst, was du abgehst. Da sehen meine Reifendrücke eigentlich gut aus. Also meine sind zu niedrig. Ich habe irgendwie keinen Grip mehr. Ich werde so nach außen getragen in den Kurven. Das ist wie Schmierseife, ja. Oh ja! Mann! Ganz ruhig. Ja, ich bin jetzt, habe ich mich gedreht und dann wurde ich gerammt. Ich fahre jetzt auch zu schnell. Michelle! Ja, ich müsste jetzt mein ABS mal umstellen. Ich habe das Gefühl, dass ich zu oft zu schnell bin hier beim Rennen. Ich habe es nicht belegt. Während der Fahrt bedienen, dann zerlege ich mich gleich. Weil das auch so übersichtlich gestaltet ist. Ja, das stimmt. Ja, wenn du sagst, ich blockiere erst mit den Reifen, willst du es höher stellen? Ja. Hab's auf 2. ABS auf 2? Das ging die ganze Zeit, aber jetzt nicht mehr. OMG.
Ich habe das Gefühl, gerade in diesen letzten zwei Kurven in den Doppellinks. Das ist irgendwie extrem glatt. Mach ich! We are at the halfway mark, there's still a long way to go. Vielleicht hat er auch irgendwer Öl verloren. Oder ein Big Mac weggeschmissen. Wohl eher ein McRib. Yellow Flag in Sektor 1. Das ist schon eine geile Soße. Ziemlich pervers, aber. Nur wehe, sie vergessen das frische Tuch. Blauer oder grüner Panzer. Ich hätte nichts gegen den Disco-Stern, wie meine Kinder immer sagen. Too fast! Punk. Sind echt brutal. So viel Bremsen. Slow car ahead. Ich kann das Ding nicht mehr fahren. Ich weiß nicht, was ihr da alles eingestellt habt, aber. Das ist schon auf die Mode. Morning, Frank's Eating Chocolament. Nur noch aus die Karre. Hey Rip, du kommst doch da gleich. Guck mal, ob mein Spoiler noch da ist. Du bist echt sau langsam. Ich hab die ganze Zeit im Blick, wo du vorne bist. Ich kann hier keine Kurve mehr richtig nehmen, ohne dass mir der Wagen wegbricht. Bestimmt eben durch den Unfall da, wo derjenige mir reingefahren ist. Das war auch schon wieder so dieses Fahren immer dichter auf und du hast das Gefühl, du musst versuchen, dass es keinen Crash gibt. Obwohl du vorne bist. Jetzt hast du, wenn du diesen Druck dann hast. Ja. Ja, es ist schwierig, sich dann nicht verrückt zu machen. Schablone eingelegt eben. Ich bin 8 Runden hintereinander eine schnellere Rundenzeit gefahren. Gut, ich habe noch 2 Sekunden Puffer, die ich im Qualifying gegen euch weg hatte. Wahrscheinlich auch so ein bisschen die Strecke kennenlernen. Aber das motiviert halt. Ja, das ist geil. Wenn man dann Runde für Runde schneller wird. Mindestens konstant wert. Ja, das ist halt immer der Faktor dabei, der Rest muss ja auch konstant fahren. Den kann ja auch jederzeit was passieren und dann. Ja, was bringt dir 3 Zehntel, wenn du dich dann drehst, ne? Ja. Doppellinks, sauknifflig. Mittendrin gestartet, jetzt bin ich 23. Den Reifendruck erhöht. Ach man, ey, das ist. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich rutsche hier nur durch die Gegend. Soll ich
habe eigentlich 27,6 bis 27,1 und hinten 27,8. Aber ich hatte halt auch ein bisschen mehr drauf gemacht. Oh nein! Ach komm, ich bin so dumm. Oh nein. Charles, bist du's? Ich hab einen Kurt mitgenommen. Oh, eben noch voll gelobt. Le Glock. Mr. Konstant und Yippie-Yay. Moin, Mac Deftig. Das wird ganz schön düster hier. Die ersten beiden da, die fahren aber auch alle Mercedes, oder? Oder ich habe die fähigen Bremsen drauf, bis ich umgestellt habe und fahre mit den Qualifying Bremsen, dass sie deswegen so lang sind. Also, ich habe das Gefühl, ich stehe nur auf der Bremse. Die bremst trotzdem nicht. Siehst du das dann über das MFD-Dings da, wenn du dann auf Bremsen wechseln gehst? Auf welche Sätze du gehen kannst quasi dann? Sechs Sätze. Oh Mann! Ja, weiß ja. Ich kann auch nicht mal am Tag richtig fahren und dann fahren wir immer in diese Nacht hinein. Aber du bist es doch gewohnt, ohne Monitor zu fahren. Funny Chase. War auch am Nürburgring so. Könntest du dir alternativ natürlich auch so einen Displayport zur HDMI-Adapter holen, ne? Wobei man halt gucken muss, dass der Dual-Link macht. Dua Lipa. Ich hab noch, Achso, irgendwas stimmt mit dem Auto nicht. Es wird schon dunkel hier unten in dieser Senke. Ja, warte mal ab, bis du wieder über die Start und Ziel bist. Car on the left. Danke, Großmann. Oh, mal gern. Great man! Great man! I did my great best. Border. Wieder an Cyberspeed denken und das bescheuerte Kommentar die ganze Zeit. Great Border! Wipeout! Yellow flag ahead, be careful. Angst zu lenken, weil ich denke, ist es zu viel, dann ist es vorbei. Müsst ihr auch quasi an dem ersten Curb, wo es nach rechts geht, schon bremsen, um die Doppellinks zu erwischen? Ja, so ähnlich, ja. Pff,
Irgendwann krieg ich noch eine Stop and Go, ey. Maurice! Danke für 34, Baby! Oh, ich sehe überhaupt nichts mehr im Dunkeln, ey. Oh Gott, mein Tablet fällt gleich vom Tisch. Ich werd bekloppt. Stay with me! Das ist hier nicht mal meins. Obwohl, naja. Was gehört einem schon, ne? Boah, keine Chance! Es ist... Meine Räder sind nicht mal kalt! Aber... Rutsch, bitte. Sieht man eigentlich irgendwo die Temperatur der Strecke? Nee, wa? Ich hab keine Ahnung. 24 Grad ist es. Wenn du das MFD durchschaltest, das letzte Bild. MFD durchschalten, ey. Wie heißt das Ding denn? Immer diese Pro-Game. Wie heißt denn das Ding? Einfach so, oder? Nein, so. Ich wollte dich nur verarschen, weil du ein Pro-Gamer bist. Ich hab das nicht mal belegt. Mit Platz 23. Oh, ist das dunkel! Ach du Schande, ich sehe gar nichts. Es ist total dunkel! Dunkel und rutschig. Bremspunkte, wo sind die? Wo hab ich sie verloren? Wo sind die Bremspunkte verloren? Geschweige denn die Einlenkpunkte. Wo ist dieses komische Kurvenlicht, wenn man es braucht, ey? Ja, dann fahr doch auch vorbei, mach nicht nur Lichthupe. Nehmen die Leute, die dann blaue Fahne. Ist das ein Blindflug? Leck mich in die Tasche. Ja, meine Scheinwerfer sind noch kaputt vorne. Ist ja noch geiler. Keine Bremsen mehr. Ein Traum. Auto. Boah, ich krieg die letzte Kurve nicht mehr gepackt, ey. Na komm, fahrt mal alle vorbei. In der Haarnadel, wo du jetzt bist, Cracky, da brauche ich jetzt einen kompletten Lenkeinschlag. Ich muss quasi einmal komplett, okay, 720 Grad einlenken. Ich hab das Gefühl, ich kann nur so das Lenkrad halb einlenken, ansonsten bricht er aus. Also ansonsten ist, wie heißt das, ABS oder was? Ja, meine Bremsen sind im Eimer, die sind auch rot. Das ist schlecht. Hast du vielleicht echt nicht den Belag gewechselt? Hab ich doch gemacht. Oder du hast den Fuß auf der Bremse die ganze Zeit leicht liegen. Wenn man natürlich Gas gibt, dann wird die Feuer rot. Stimmt mit meinem Auto nicht, wenn ich jetzt aktuell bremse, dann glüht die Bremse direkt rot und meine Reifen haben mittlerweile vorne irgendwie 33 Bar beide. Und irgendwas stimmt nicht. Ja, meine Bremsen sind auch im Eimer. Ich weiß nicht, was ich da ausgewählt habe. Und wie ist dieses... Kometten, Scheinwerfer... Bremsen 4 drauf. Ja, dann habe ich die vielleicht doch. Ja, dann hast du die Quali-Bremsen noch drauf, ja. Ich habe auch die 4 da drauf. Wie ist das denn schlecht? Weil die nur kurze Zeit halten. Ja, warum steht denn auf der Seite, wo ich das nachgelesen habe, dass die für höchstens Rennen für unter einer Stunde sind? Und das ist ein Rennen unter einer Stunde. Oh, sorry. Vielleicht auf Strecken, die nicht so bremsintensiv sind.
Irgendeine ist komplette Quali damit schon gefahren. Hat nicht irgendeiner gemeint, wenn ich nicht 400 Bremsen wäre, nur für Hotlap? Ja. Das habe ich nicht. Das habe ich bei den Einsern so verstanden. Ne, die Einser sind die für bis eine Stunde. Ich würde gerne den Stream nochmal hören. Ich habe das, glaube ich, vor dem Rennen hat der Cracky erklärt, für wann welche Bremse ist. Er hat das genau andersrum erklärt. Nee, ich habe überhaupt nichts zu den Bremsen gesagt. Das war wann anders mal. 4 ist Hotlap, 1 ist bis eine Stunde. Nee, 1, maximaler Reibungskoeffizient und Bremsleistung. Besonders für Quali- und Sprintrennen. Von 1 bis 3 Stunden zurückgenommen. Ja. Die 4 ist extremste Art der Bremsbeläge für maximale Bremsperformance. Verwendung maximal im Quali oder Rennen unterhalb einer Stunde. Ja gut, dann sind das halt Bremsflüsterer, die das geschrieben haben. Änder diesen Wiki-Artikel. Das ist die AC-Seite, also. Ja. Das erklärt aber, warum ich so unfassbar abgekackt bin. Alter, auch wenn ich langsam bin, macht es mir extrem viel Spaß. Das ist halt immer. Ich kann ja das Ding nicht kontrollieren. Ich kann ja keine Runde mehr fahren. Immer, ja, dann. Auch mitfahren würde hätte ich auch Spaß, aber ich kann nicht mitfahren. Funktioniert einfach nicht. Lass dir die Bremsen wechseln für die letzten 5 Minuten. Ja, hab ich gerade gemacht, ja. Ich rede gerade mit dem Chat. Also, das Schönste ist halt einfach an dem Spiel alleine schon, wenn du halt gut um den Kurs kommst. Das ist schon eine starke Belohnung. Ja. Ich meine, bei einem Spiel wie GT Legends, wo du dann die ganze Zeit an der Haarschaltung noch am Kurbeln bist, ist das noch ein bisschen selbstbelohnender, wenn du gut um den Kurs kommst. Aber hier macht es auf jeden Fall Fetz. Also Speed kommt dann meistens so von ganz von alleine. Muss halt einfach ein bisschen vorsichtig unterwegs sein und dann klappt das schon gut. Und ich finde, Imola ist eine schöne Strecke vom Rhythmus her. Sehr, sehr schön. Total angenehm. Oh Gott, bremsen. Ist das geil. Scheiße mit den blauen Fahnen. Die machen immer Lichttube und dann kommen sie nicht. Wow, ran. Wow. Der Porsche einfach abzieht. Dann gibt es vielleicht noch auch für die Geraden. Dann hat er Sekunden hinter mir und macht da Lichttube. Puh, das war knapp. Ich muss aufpassen an der Ecke, weil ich schon 2 Verwarnungen habe. Sprach er gerade was von konstant fahren und was macht er? Bullshit macht er. Spitzige Reifen. Komm, 3 Minuten schaffst du auch noch. Ja, bei der dritten Verwarnung gibt es eine Stop-and-Go-Strafe. Das ist ja nicht so geil. Wobei, ich glaube, zu dem Zeitpunkt des Rennens wahrscheinlich gibt es sie einfach pauschal hinten drauf geklatscht oder sowas. Boah. Boah, das war Mann. Knapp. Das war knapp, ey. Ja, ich hab echt aufgepasst. Ja, ist der? Ja. Ich bin zwar nicht der Schnellste, aber... Meine Güte, das hat geschafft. Du musst auch die Unterhose wegfällen. Ja. Das sah so komisch aus, du hast dich dann so reingedreht wieder. Was mach ich denn? Ich dachte, es kommt eine andere Kurve. Ich
Idiot! Ich war schon viel weiter. Ich dachte, das hier kommt. Abgeschossen. Wie ist es, wenn der Führende bei abgelaufener Zeit durchfährt, ist das Rennen zu Ende, oder? Oder fährt er noch eine Runde dann? Du fährst dann noch eine Runde, also du fährst dann auch noch die Runde zu Ende, ne? Ja, aber der Führende fährt dann nicht nochmal eine Runde. Wenn der Pfeil vorbei ist, dann geht über das Ziel vorbei, oder? Ja, ja. Also müsste jetzt die letzte Runde sein. Fragst du wegen deinem Sprit? Ja. Ich hab schon Engine Mapping hochgestellt und muss schon Leute vorbeilassen. Da los! Ach, das Auto kaputt! No! Kurz vorm Ende! Yellow Flag Insector. Ja, bitte, dann lass mich mal vorbei! Ja. Boah, ja, das bringt nichts, wenn du dich verbrennst. Ja, ich. Du bist sau langsam mit deinem rumischen Spritsparmodus da. Lift and coast. Lift and coast. Rollst. Deine Reifen sind nicht dreckig wie Sau. Oh. Faster car behind you. Der Meuten hinter mir. Boah, du Scheiße, der denkt jetzt gar nicht mehr. Früher hat der daneben gebremst. Das war sau knapp. Ganz knapp nicht überrundet worden. Jetzt ist mein Auto in der letzten Runde mit deinem Blitzsparmodus da. Und wir gucken Feuerwerk. Theoretisch müssen wir noch zu Ende fahren, oder? Sie. Roseman! Woo! Ich darf gar nichts machen. Bitte einen Sprit ins Ziel. Respekt! Das war knapp. Zwölfter. Wird hier Feuerwerk geguckt? Da ist ja gar nichts. Geschenk des Hauses, völlig unverbindlich. Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen. Ich glaube, ich habe letztens gut gemacht. Dankeschön. Ich glaube, ich als 22er gestartet oder so. Pooh Boy.
Da ist Feuerwerk. So, und wieder was gelernt. Richtige Bremse mitnehmen hilft. Das war mal nice. War gut, ne? War schön. War relativ fair, glaube ich, oder? So für die Menge an Leuten. Ja. Manchmal passieren halt Dinge. Viele... Wenn wir den jetzt auch zum ersten Mal gefahren, die Strecke? Macht Bock. Guck mal. Da waren schon ein paar Knappe dabei. Der fünfte und sechste. Der Meuten, 2 Sekunden vom Halbeisen. Leck mich in die Tasche, ey. Die kloppen sich aber auch immer. Sau gut. Harter Kampf um P7. Sehr nice. Judo Shubi, der Cyberhumi. The Hardwood. It's a Hardwood Knife. Very good. Haben wir noch ein kleines? Ein kleines, feines. Nochmal 45 Stunden. 45 Stunden. Dreimal darfst du cutten, beim vierten gibt's Strafe. Ach, verdammt. 256. Ist das so, ja? Okay. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte auch, beim dritten gibt's schon nicht. Schade, dass es kein Raytracing mehr kann. Dann wird man das Feuerwerk an der Karre sehen. Achso. Konnte das mal Raytracing? Es war mal angekündigt, das weiß ich. Wobei es auch ohne Raytracing jetzt eigentlich möglich wäre, das Feuerwerk darauf darzustellen. Weil es ist ja im Sichtfeld des Spielers. Ja, war angekündigt, wurde gecancelt. Ja, la 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 la. Ja, gibt's irgendwelche Vorschläge? Irgendwelche Rennwünsche? Schmettes? Nö, mir wurscht. Ja. Nee, das ist, das ist eine 6-8er. Ja, Schrankreich als Vorbereitung für nächstes Wochenende. Aber bitte mal keins in die Nacht fahren, ja? Ja, habe ich gerade schon umgestellt. Danke. 14 Uhr. Oh, Laguna. Nee, Laguna das kannst du mich mit jagen, ehrlich. Das, keine okay. XT-Matte. Das reale 12-Stunden-Rennen von Bathurst, das startet morgens im Dunkeln. Das können wir Bratwurst. Bratwurst. Start im Dunkeln und dann in den Sonnenaufgang fahren. Die Bratwurst. Der Barifon. Spar mal Trocken, Monza oder Zolder. Ach, Zolder ist auch schön. Mama Zolder. Mama Solder. Was war die andere? Also er hat Spar, Monza, Zolder in die Runde geworfen. Ja, Zolder ist doch nett. Bananarama, Mac. Cracky Wunschrennen. Yeah, yeah, yeah. Mac Black, dankeschön für 2. Laguna ist gut. Ja, ich, Laguna, nix gut. Nein. Nee, hab ich Albträume von. Strecke voten lassen. Ja, das wäre ja sehr revolutionär, wenn man hier jetzt noch Tastatur und Maus zwischendrin bedienen würde, anstatt sich zu entspannen. Poolboy, good night. Schreibt der Judo Shumi auch Laguna Seca? Ja gut, ich wünsche euch viel Spaß beim Rennen. Der Stream endet hier. Wir können auch Laguna Seca anmachen. Jetzt habe ich Solder schon drin. Solder? Solder ist gut. Was soll der? Ich habe einen 3D-Mark noch offen. Fahrt mal Red Bull Ring. Ist nicht drin. Manikur, jebet auch nicht. Kialami. Kenne ich nicht. Nordschleife, 404. Aber für Zolder könnte ich mir dann Setup laden oder so. Müssen wir jetzt wieder runter und neu joinen, ja, oder was? Typisch hier Zolder ein, mich bescheuert, oder? Dass ich die Strecke ändern kann. Schon mal das erste Assetto Corsa gefahren? Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. So.
Shadowpsch. Was haben wir denn für Shadowpsch? Was haben wir denn für ein Auto fahren? Der Hungaroring finde ich auch mal cool, aber wäre auch wieder was Neues. GT3. Aber mein Vater wollte mal den Bentley sehen, aber ist das nicht so ein Schiff? Wir nehmen den Bentley. Du Bentley. Also Bentley Continental GT3? Bentley Continental GT3 Evo. Aha. Aber da ist noch kein Setup drin. Oh. Wir haben überhaupt keine Setups drin. Flock. Keine Zolder-Setups für den Bentley. Schade. Für den Aston Martin auch nicht. Für den Aston Martin V8. Okay. Mit Mod sieht AC besser aus als ACC. Okay. So oft so. Counter-Strike Condition Zero sah auch besser aus als Counter-Strike, aber... Ist vielleicht ein hängender Vergleich, aber... Mods. Modded till it breaks. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt müssen wir einmal hier kurz... Einzelspieler, Training. Soll der ja. Stoff anwenden, klicken, ja. Und wo war das? Der hier, Aston Martin. Mal was Neues. Garage 59. Bestätigen. Badi-badi-ba-badi-badi-do. 11 Euros, 10 Euro für euch, 1 Euro für die Repostkasse. Gruß an Nico 3090. Yeah! Und das Ganze ohne Sockenkamera. So, wir stellen einfach nochmal das Setup hier kurz ein. Nennen es Buff, dann habe ich den Ordner. Und dann kann ich das da rein kopieren. So. Hallo. Vorsicht bitte. So. Ich sag mal so, Optik ist mir eigentlich immer zweitrangig. Also das ist... Joghurt im Kofferraum. Hallo! Ja, Fahr doch mal! Du hast Joghurt im Kofferraum? Oh mein Gott. Ich glaub, es hat eigentlich Joghurt im Rucksack, ne? Ja. Wo ist denn jetzt hier... der Torwart hin? Da ist er gefallen. Ach, fuck. Postfaktisch. Pylon auf der Straße. Must build pylons. Dauernd nur GT3, ich weiß nicht. Jo. Ich habe das Spiel jetzt tatsächlich 40 Stunden gespielt. Ist nicht so viel für so ein Rennspiel. Nee, ist überschaubar, ne? Jo. Gibt auch GT4. CC. Können wir eigentlich auch mal fahren, oder? Was denn? Klar. GT4?
Wir können auf den Schnellen einfach demnächst GT4 fahren lassen und wir fahren GT3. Das hättet ihr gern. Hey. Schande, ist ja schon qualifying. Kann man eigentlich auch. Ach, jetzt habe ich den AMG. Fahren? Also GT3 und GT4 in einer. In einem Rennen? Ja, ja. Na gut, Slimfast. In GT Legends gibt's auch sehr viel. Also, das ist jetzt okay. Ich habe es verstanden. Du wirst das Programm jetzt aber nicht ändern können. Auch wenn wir das vermeintlich schlechtere Spiel spielen, können wir trotzdem damit Spaß haben. Ach, 4 Minuten noch Qualifying. Yeah, da habe ich mich ja richtig beeilt. Wuhu! Irgendwie komme ich nicht mehr auf den Server hier. Ich weiß auch nicht. Bin aber schlecht jetzt. Ich finde den Server gar nicht mehr. Kann ja nicht sein. Doch, kein Server gefunden. Tippst du Ravioli falsch ein? Nee. Oh Gott, neues Auto. You'll be funny! Problem, dass du uns nicht findest. Schreibst du Ravioli falsch? Nicht das Gericht. Ach, da diese Innenkamera, leck mir Morsch. Oh ja, Power, ne? Die hat aber richtig Power. Meine Güte. Der drückt. Dies war's zu rabiat. Wenn der Pad still ist, ist er immer schnell oder nicht mehr da. Hey, ich hab grad. Ich hab erstmal eine Runde im Ding. Oh Mann, ich bin doch bei 100 gebremst, ey. Sorry, Mattis. Oder hast du dich grundlegend verbremst? Ach. Meine Fresse, Leute. Das ist ja Qualifying, nicht die Rennen. Die falschen Bremsen habe ich drauf. Egal. Schiebt aber über die Vorderachse. Eine auch. Warum findet ihr das so? So vorsichtig mit dem Gas. Ja, auf der Gesaktor. Porsche hier. Thank you.
jeden Fall fahren. Ich nehme mir immer das Rennsetup und packe auch einen beim Spoiler hinten drauf. Ja, ich hab das Rennsetup von den genommen. Empfindlich. Traction Control mal hochgestellt schon. Ja, das ist nicht viel. Wie viel geht denn bei dir? Ich fahre bei dem Mercedes immer 5 oder 6. Wir sind dann seit Abstand an die Ladung dann auch mal auf 2 oder 3 gestellt. Ja, ich mach. Naja, YOLO, oder fahr ich jetzt im Rennen mit dem Fett? Ich bin ja immer hier vorletzter von den Gefallenen. Wie viele ist das dann? Elfter. Session ist da. 1:33:09. Alright. Kein V12, V8, ja. V12 hört sich geiler an. Ja, für den 12er waren leider keine Setups da. Hier ist es noch eine Zeit hingekriegt. Das ist doch voll schnell. Schneller als ich 2 Sekunden. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie einfach nur sau langsam. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das Passwort ist Busfahrer, großes B. Wir fehlen über 2 Sekunden mittlerweile. Macht schon Spaß. Gute Farbe. In der ersten links nach Start und Ziel habt ihr immer gestanden. Okay. Der Schrick hatte auch den V8. Yellow Flag in Sektor. Wie lange fahren wir denn? 90 Minuten. Car. Muss mal wieder auf Toilette. Bailey's and Harding. Wieder 25. Der Büscher eine 1:30:1. Alles klar. Der Thorsten. 7/10 schneller. Alright. Schade, ich darf nicht drauf. Wegen Restrictions oder was? Ist morgen eine Bastelnacht. Ja, morgen ist eine Pastellnacht, habe ich doch vorhin schon gesagt, Rainer. Hören Sie mir doch zu. So, lauschen Sie doch meinen Worten. Welche Bremse nimmt man jetzt am besten? Ich habe jetzt die Vierer genommen. Okay. Aber keine Gewehr. Ja, das war vor uns auch so. Hat eben auch gut funktioniert, habe ich gedacht, ich nehme das nochmal. Eben. Wie schnell waren die Rundenzeiten? 1:30. User disconnected from your channel.
Eigentlich müsste der Snake jetzt Alter mit Nachnamen heißen. Dann wäre es Alter vor Schönheit. Das war ja ganz toll. Was passiert? Sorry, ich bin gesehen auf Teamspeak X gekommen. Der Snake ist ein Platz hinter Schönheit. Vor Schönheit. Ich gesagt, der Snake müsste Alter mit Nachnamen heißen. Der ist Alter vor Schönheit. Okay, nice. 2,5 Liter pro Runde, okay. Two and a half. Wenn man 40 Liter mitnimmt, ist gut, oder? Reicht, oder? War neuer Rekord. 35. Ich hab nach der Aktion eben nochmal 5 Liter draufgepackt. Nicht so, dass ich wieder in der letzten Runde anfangen muss mit dem Sprit sparen. So. Jetzt irgendwo anhalten und einen Mülleimer raiden. Ich brauche Kraftstoff. What do the Riffens say? I don't know. Mr. Fusion hier. Wir gehen zurück in die Zukunft. Fluxkompensator. Was so genau? Kraftstoff. I don't know what the Riffen says. The box says. Morgen geht der Dedra weg, so Gott will. Okay. Rasten Sie ein. Lancia Dedra. Der wäre noch was für GT Legends. Bauer und Kaiser hinter mir. Das ist ja ein Spaß. Feuer frei! Attacke! Das Cross ja schon ausgerichtet. Wo geht das zuerst lang? Geradeaus, Vollspeed, oder? Schön Klopapier vorne rausballern. Fahren! Wer jetzt nicht auf Fahren klickt, der bleibt in der Box. Eine Überlegung wert. Lustzoll da eigentlich. Ist das in Österreich oder Schweiz? Ah ja, war ich ja nah dran. Ein Italiener holt ihn. Okay. Very good. Ja, lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Fliegender Startvorgang. Passt nicht mal in die Box da rein. Xbox. Dann toi toi toi. Das kann ja was werden. Keine Runde hier gefahren, ey. Dann Piano. Machst du, ich bin es.
sah so aus, als wärst du Zickzack gefahren. Ich komme nicht zurecht mit diesen Menschen. Das war jetzt geil. Bum, bum. Weltklasse. Da wollte das Heck Hallo sagen. Oh, da steht mit einer auf der Straße der erste Kurve. Das gibt's ja nicht. Hier und der Straße überholt wäre gelb. Ich hab das nicht geahnt. Ich glaube, sowas gibt's hier nicht. Sarah Kutzner. Nix. Ja, ich bin raus. Bei der Box hat mein Setup geändert, ist in die Reifen bei 25, obwohl ich die eigentlich hochgestellt habe. Irgendwie funktioniert das nicht. Wenn man das in der Box ändert, ja, war ich wie auf so Glasreifen. Mach's gut, Rebel. Yo. Yellow Flag ist aktuell. Vielleicht sind die Mechaniker andere Landsmänner oder so, die verstehen einen nicht. komm aus Südkorea oder so. Wie viel Psy? Opa Gangnam Style. Muss doch sein.
auch wenn die Reifen einmal dreckig sind und dieser Rückspiegel, wenn der so flackert, das macht einen ganz narrisch. Yellow Flag ist aktiv. Aber wir wollen mal festhalten, Server läuft sehr gut. Ja. Bob disconnect. Jinxed it! So easy. Beide Fahrzeuge erhalten Strafe. Okay. Mengen, ganz schön viel Dreck hier. Wow, 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 wow. Um eine hätte ich ihn verloren, ey.
ganz schön knifflig. Vor allem die schnellen Kurven am Anfang, nach der Start und Ziel, die voll auszufahren, ist ziemlich knifflig. Ja. Oh, da habe ich einen Christian gebaut. Gibst du nicht. Hörst du? Einen klassischen Christian gebaut. Wieso? Running low of fuel. Oh. Aus irgendeinem Grund habe ich im Qualifying nur 2,5 Liter pro Runde gebraucht und jetzt 2,9. Hattest du die Quali weniger zu kriegen müssen? Weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich. Weil dann hast du jetzt nur weniger Fisch, ne? Car on the left. Clear on the left. Ey, Sub 1,32 jetzt, das geht ab! Schönheit! Danke! Och, komm! Was macht er denn? Dreht sich genau vor mich.
right rear. Einmal ein gutes Rennen und dann verkacke ich es mit dem Sprit. Danke, Herr Kutzner. Slow car ahead. Dankeschön. Muss ich wirklich für die letzte Runde nochmal in die Box? Bei mir hat es im letzten Rennen gereicht, dass ich das Engine Mapping um 1 auf 3 gestellt habe. Ja, ja. Mache ich schon seit 3 Monaten, seit 3 Runden. Aber ich habe noch 0,2 Liter. Das langt mir nicht. Ärger im Park für mich, weil ich kann nicht mitnehmen für die Kontrolle. Ist das Auto mit Luft gefahren? Ja. Ich hatte Bohnensuppe. Right, man. Leader is on the final lap. Give it all you can. Auch jetzt habe ich eine Stop-and-Go-Penalty noch. Was ist das denn? Speeding, oder was? Ja. Ich habe jetzt noch Sprit genau für eine Runde. Doch gut, bist du in der letzten. Bin ich? Ja. Warum ist dann oben nicht dieses Karriere? Weil der Leader jetzt gleich erst drüber fährt. Eben wurde der Funk durchgesagt, Leader ist auf der Sektor 3. Kurzmann! Was? Clear on the right. Ah, okay. Da habe ich das so geil kalkuliert. Jodele! Der Versi mit 32. Wupp, wupp, wupp. Danke für den Raid. Na, NES fertig geworden. Fernseher. Mit 0,2 über die Ziellinie. Good job. Plus 60 Sekunden gibt es, wenn man seine Stop-and-Go-Strafe nicht antreten kann. Der NES war unsynchron und wir haben ein BIOS-Update gemacht. Awesome. Was hättet ihr Besseres machen können? Elfter. Boston in der Schikane nach der Kuppe. Du
wo bremst du da? Was ist da dein Bremspunkt? Schikane nach der Kuppe. Wo es nach links geht oder was? Oder? Ach, die rechts links. Ja, genau. Die rechts links vor der Fahnertech-Reklame dann. Und du fährst quasi die Kuppe hoch, wo ja auch so eine Fußgängerbrücke ist. So eine leicht Linkskurve und dann kurz danach bremst du an für die rechts links. Ja, warte, ich fahr da mal eben hin. Was, der Büttner hat auf den Erstplatzierten noch 24 Sekunden Rückstand. Ja. Ist ja dieser Büscher abgegangen. Hoppa! Ja, die jetzt kommt, gell? Ja, kurz vor dem Dunklen. Ja, hab ich mir auch gedacht. Das Problem ist, wenn wir irgendwann mal im Dunkeln fahren, dann sehe ich das Dunkel aber nicht. Ach so. Ja, im Dunkeln ist natürlich dann so eine Sache, ne? Was sucht man sich dann da, ja? Im Wesentlichen bremse ich, wenn ich aus der Kurve, wenn ich die Linkskurve fahre, in dem Moment, wo ich die Lenkung aufmache, werde ich auf die Bremse. Also das Dunkle ist bei mir auch zu spät. Ja, das Dunkle ist zu spät. Oder hätte ich die letzte links-rechts sich mal so in der einen schnellen Kurve noch fahren können? Munkeln ist gut munkeln. Macht Spaß der Aston Martin. Ist cool. Büscher ist AG-Nudel, oder was? Hier vor den, links vor den Windrädern ist ein Kanal. Ja, Glückwunsch! War ja ganz cool! Boah, nochmal, also Zoll da. Also ich würde aufhören, aber ich kann gerne was anderes anmachen, wenn ihr also noch fahren wollt. Ich denke, ich mache Schluss für heute. Aber wenn hier natürlich Community-Wünsche sind, was noch gefahren werden wollen würde oder so, dann nur zu. Aber in Anbetracht dessen, dass morgen Abend hier wieder Bastelnacht ist und der Tag heute schon von sehr viel Gähnen geprägt war, würde ich mich jetzt in die Horizontale begeben. Die Rechtsrichtung Gegendrage ist ein Schiffskanal. Nice. Ich mache einfach Laguna Seca an. Boah. Das war ebenso der größte Wunsch. Ja, auf jeden Fall. Er soll Silverstone reinhauen, wenn noch wer mitfährt. Silberstein. Akinos. Good night. Haben wir denn noch jemanden, wo wir euch hinverweisen können? Querverweis. Der Thaddeus vielleicht. Bisschen mehr Assetto Corsa Action. Fährt Thaddeus noch? Wer weiß das schon so genau? Mehr Anzeigen. Thaddeus fährt. So, Thaddeus fährt. Wir gehen rüber zu Thaddeus. Diesmal schreibe ich es richtig. Der wird außen Socken sein, wenn ihr da einfallt. Außen Socken. Und wie mache ich Copy-Paste? Mit der Maus und der Tastatur, nicht wahr? Er fährt gerade Imola. Imola? Ist das Imola? Ja, das muss, might be Imola. 1,45er Zeit. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gefahren bin. I don't know. Mit dem BMW wupp dich unterwegs. So. Ja, vielen Dank fürs Einschalten bis dahin. Jo, adios. Morgen Abend Bastelnacht, das Thema sehen Sie hinter mir. Tschö! Ach, Raid, nicht Horst. Raid Thaddeus 81. Viel Spaß, bis dahin. Und B450 hat auch BIOS zu bekommen, also morgen ist volles Programm. Voll aufs Fräsbrett. Viel Spaß da drüben. Tschüssikowski.
Ciao.